Also das Finale war gerade wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Natürlich war es erstmal schlimm für mich, Nico und Marcel irgendwie ja, zu gestehen, dass da nichts sich wirklich bei mir getan hat, dass es nicht gereicht hat. Aber natürlich war es dann auch einfach irgendwann erleichternd, Xander quasi meine Entscheidung mitzuteilen. Ich weiß immer noch nicht so richtig, war auf jeden Fall nervenaufreibend, Nervenkitzel pur. Und ja, ich bin jetzt froh, dass die Toni sich so entschieden hat. Ja, ich habe ja davor am Anfang gesagt, noch im Interview, sie soll auf ihr Herz hören. Ja, hat sie gemacht. Also ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, als Xander mir gestanden hat, dass er eine Freundin hat. Mir ist natürlich erstmal der Boden unter den Füßen weggebrochen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war wirklich sehr, sehr schlimm für mich in dem Moment. Ich glaube, das hat auch jeder gemerkt. Aber ich war auf jeden Fall jetzt im Nachhinein froh, dass ich es gestern schon erfahren habe und jetzt nicht erst heute, muss ich sagen, weil ich glaube, mit der Situation heute, da wäre ich komplett überfordert gewesen. Also ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Taktik. Klar, es ist ein Spiel eigentlich, aber ich habe von Anfang an nur auf mein Herz gehört. Und das war die einzige Taktik, die ich hatte, darauf zu vertrauen. Und ja, sie ist aufgegangen. Nö, bereuen tue ich eigentlich gar nichts. War alles richtig so. Ich bereue auch gar nichts, absolut gar nichts. Weil ich glaube, hätte ich sie früher gesagt, dann würden wir jetzt nicht hier stehen. Ja, zu Nico und Marcel habe ich natürlich auch irgendwo ein Verhältnis aufgebaut. Allerdings hat es nie für mehr gereicht als irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis. Ich habe beide unglaublich in mein Herz geschlossen, aber für beide einfach keine, ja, in dem Sinne echten, richtigen Liebesgefühle gehabt. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Überlegen, was wir jetzt machen. Wetter in Deutschland ist ziemlich kalt. Vielleicht bleiben wir jetzt einfach noch ein paar Tage hier, gucken, von wo wir aus...